Hallo, meine lieben Leute, willkommen zurück bei Risen 1. Wir sind immer noch in der Vulkanfeste, haben jetzt mit dem Inquisitor gesprochen. Wir müssen dieses mysteriöse Portal öffnen, brauchen dafür entsprechend Kristallscheiben, die wir im Laufe des Spiels einsammeln müssen. Ja. Ich muss hier mal eben kurz gucken. Das sollte ich vielleicht mal wieder irgendwie einblenden, so. Ich muss mich entscheiden. Möchte ich Feuerball, magisches Geschoss? Ah. Geschwindigkeit und Schaden erhöht. Ich denke, ich werde doch den Feuerkristall nehmen. Weil wenn ihr euch das mal anguckt. Nicht mehr genug Mana. Es sieht zwar cool aus, aber das ist ungenau, glaube ich. Ich spreche eben erstmal kurz hier mit. Nun, Mendoza hat dich in seine Pläne eingeweiht. Ignatius. Ja. Dann wird es Zeit für dich, die Macht der Runen zu erforschen. Gut. Was ist dafür notwendig? Ich hoffe, du hast bereits das Buch über die Runen gelesen. Falls nicht, solltest du das schnellstmöglich nachholen. Damit du die Runen anwenden kannst, muss dein Geist in der Lage sein, die Schutzsiegel zu verstehen. Dafür ist ein Ritual notwendig, das ich mit dir abhalten werde, sobald du dafür bereit bist. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen Siegel und Kristallmagie. Diese Siegel werden wir im Laufe der Zeit noch feststellen. Das sind so, da gibt es dann bestimmte Runen. Also das ist Siegel-Runenmagie. Und die kann man dann immer wirken. Das ist eigentlich so der Basic des Magiers, der Basic-Zauber des Magiers in Gothic 2 und Gothic 1 gewesen. In Risen ist halt der Main-Schadenszauber halt die Kristallmagie. Und sowas wie Skelette beschwören geht, glaube ich, gar nicht. Aber vielleicht irre ich mich auch. Das müssen wir im Zweifel mit der Zeit noch herausfinden. Ich will das erste Siegel verstehen. Gut, dazu müssen wir deinen Geist überwinden. Nur so werden deine Gedanken hinter die Schutzbarriere der Runen gelangen. Was muss ich über die Kristallmagie wissen? Bevor du damit beginnst, die Kristallmagie zu erlernen, überlege dir gut, welchen Kristall du lernen willst. Ich habe den Kristall des Feuers gemeistert und kann dir seine Magie beibringen. Was ist mit den anderen Kristallen? Wenn du den Kristall magisches Geschoss lernen willst, wende dich an Meister Vitus. Und wenn du den Frostkristall lernen willst, sprich mit Meister Pallas. Meister Pallas? Ja, es ist lange her, dass er einen Schüler unterrichtet hat, aber du kannst sicher sein, er weiß alles über den Kristall. Ich bin bereit für das erste Siegel. Atme tief ein. Ulukomu, Rasparzoval. Was? Das war es auch schon. Es hat nicht wehgetan, oder? Nein. Wir haben deinen Geist überwunden. Das erste Siegel ist nun kein Hindernis mehr für dich. Das war relativ easy. Das zweite kann ich noch nicht, glaube ich. Ich will das zweite Siegel verstehen. Du ja, bist hab ich mir noch gedacht. Nicht. Ja, gut. Kinder. Also entweder Feuer oder Eis. Ich glaube, ich würde sehr gerne Eis probieren, weil ich glaube, ich habe in Erinnerung, dass dass ich den Feuerkristall benutzt habe, als ich das erste Mal Risen gespielt habe. Und das heißt, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, deswegen wäre es auch immer noch ziemlich neu für mich. Aber noch interessanter für mich persönlich wäre jetzt tatsächlich die Überlegung, den Eiskristall zu wählen. Aber ja, keine Ahnung. Fass hier bloß nichts an. Ganz ruhig, mein Freund. Reden, reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Also ich denke, ich werde den Frostkristall wählen. Ja, hier, ich will den Zauber magisches Geschoss lernen.
Ich will den Zauber magisches Geschoss lernen. Dann brauchst du zunächst einmal den Kristall. Ich habe den Kristall magisches Geschoss. Sehr gut. Ich werde dich unterrichten. Ja. Mir aber nichts, weil ich halt magisches Geschoss nicht lernen möchte. Ich möchte den Frostkristall lernen. Ich möchte die Magie des Frostkristalls erlernen. Es ist lange her, dass ich einen Schüler hatte. Aber gut, höre. Wir leben in einer Gemeinschaft und ich habe die Verantwortung, mich um die weltlichen Belange zu kümmern. Also, wenn die Gemeinschaft dir helfen soll, dann hilf du erst der Gemeinschaft. Was willst du? 1000 Goldstücke für die Festung. Dann unterweise ich dich. Was? Geht's nicht billiger? Es gibt ein paar Sachen, die ich benötige. Bringst du sie mir, werde ich den Preis senken. Was brauchst du? Zunächst, und das ist das Wichtigste, das kalte Herz einer Moorleiche. Dann brauche ich noch einen Saphir. Keinen großen. Ein kleiner Saphir reicht vollkommen. Habe ich nicht schon einen Saphir? Ja. Saphir habe ich. Fehlt nur noch das kalte Herz einer Moorleiche. Was hier? Okay. Spiel speichern. Da muss ich irgendwie an das Herz einer Moorleiche kommen. Moorleiche finden. Oh, was haben wir denn hier? Ah, shit, jetzt habe ich schon direkt einen. Okay. Das ist ziemlich cool. Feuerschaden ist schon mal... ja, ordentlich. Sagen wir es mal so. Hast du Angst? Also hier ist jetzt der Respawn, der schwarze Wolf war vorher nicht da, ne? Shit. Na komm. Okay, das ist doch eigentlich gar nicht mal schlecht. Trotzdem würde ich lieber Frostmagie lernen. Weil, wie gesagt, ich glaube, Feuermagie ist auch auf Dauer einfach zu simpel. Ja, ganz, ganz einfach gesagt, ich glaube, das ist zu simpel. Vielleicht ist das gerade auch Schwachsinn, was ich sage, aber ich habe irgendwie so... ja, im Gefühl, dass es nicht das Wahre ist. Und ich fürchte, ich muss mich auf kurz oder lang mit Mana-Tränken eindecken. Wohl, das ist richtig teuer. Die ganze Zeit immer... die Mana auffüllen. Lass. Oh, hier. Nehme
ich einfach mal alle. Bronco-Schwert will ich behalten. Entermesser. Das gebe ich ab. Genauso wie die Sichel. Den Kampfstab. Den normalen Novizenstab. Pfeile. Den Novizenrock. Amulett nicht schlecht. Die beiden sollte ich vielleicht mal anlegen. Wie ist die Lage? Katastrophal. Wir haben hier im Zwischenlager ständig mit Angriffen der Gnome zu kämpfen. Am Anfang war es ja noch ganz witzig, aber langsam werden sie zu einer echten Bedrohung. Diese kleinen Scheusale ziehen mittlerweile mordend und plündernd über die Insel. Da, sieh dir das an. Da sind sie schon wieder. Ach. Ich helfe dir. Ja. Ja. Hey. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Mehr davon. Gute Arbeit. Das Vieh ja, steht nicht das drauf. War gut. Die haben es doch ganz schön drauf hier. Keiner gestorben von den Novizen? Ich meine, die haben anscheinend doch ganz schön viel Schaden angerichtet hier. Es scheinen alle überlebt zu haben. Leider hat von denen gar keiner einen Waffenbeutel dabei, ey. Deine Gnome sind Geschichte. Ja, ich dachte schon, diesmal würde es mich erwischen. Danke für die Hilfe. Es ist zum Verrücktwerden. Wenn das so weitergeht, haben wir ihnen bald nichts mehr entgegenzusetzen. Es scheint fast so, als würden sie von irgendwem dazu getrieben. Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Kann sein. Naja, es wird ja so einiges geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählen soll. Was soll das? Wovon sprichst du? Es gibt da so eine Fabel, die sich Seefahrer am Lagerfeuer erzählen. Hüte dich vor dem Gürger und seinen Schergen. Wenn du Unrecht tust, kommen sie über dein Land, töten dich und stehlen dein Hab und Gut. Jetzt dreht er völlig durch. Mag sein. Aber irgendwie erinnert mich diese ganze Scheiße daran. Der Inquisitor schickt mich. Er wartet auf die Lieferung einer goldenen Kristallscheibe. Wie sieht's damit aus? Verdammt! Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde. Diese verfluchten Gnome. Nee, jetzt sagt bloß nicht, ihr habt sie euch von den Gnomen klauen lassen. Naja. Na toll, das habt ihr ja prima hingekriegt. Ja, ich weiß. Aber ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern. Also muss ich die Scheibe wahrscheinlich wiederholen. Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Hey, Mendoza, altes Haus. Deinen großen Plan kannst du wohl vergessen. Der Gürger hat die Kristallscheibe geklaut. Beim Licht der heiligen Flamme, nein! Wir müssen die Scheibe irgendwie wiederholen. Vom Gürger? Nein, ach verdammt, ich weiß es doch auch nicht. Na gut, ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen. Nein, das kann ich nicht von dir verlangen. Es ist an mir, diese Mission auf mich zu nehmen. Tatsächlich? Dann wärst du der Erste, dem ich begegne, der das so sieht. Wirklich? Ach, wenn das so ist? Ja, ja, komm, erzähl mir einfach, was du über die Gnome weißt. Tja, also, wenn sie uns angegriffen haben, kamen sie meistens aus dem Osten. Das ist ja viel. Was gibt es denn im Osten? Ein großes Gebiet. Und ganz am Ende der Insel eine lange Hängebrücke, die zu einer großen Felshalbinsel führt. Doch ich kenne niemanden, der jemals dort gewesen ist. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen. Na gut, ich hoffe, das reicht. Wir sehen uns. Ja,
Pass auf dich auf. Das ist zu riskant. Ich glaube, die Brücke haben wir schon gesehen. Glaube ich. So kann ich meine Waffe nicht mehr tragen. Na, schade. Dass man nur einen Ring anlegen kann hier. Ich habe als Mitglied der Inquisition und der Vulkanfestung und des Imperators darf ich hier auch in den Betten schlafen. Ganz praktisch. Joa. Wo finde ich das kalte Herz einer Moorleiche? Setz the question. War ich hier schon drin? Oder war ich hier schon drin? War ich hier schon drin oder war ich hier schon drin? Schauen wir doch mal rein. Wenn diese Skorpione sind, die sowieso instant wieder raus. Ein Pilz. Oh, ich hab mich erschrocken. Halleluja, ey. Ich hab mich erschrocken. Das ist der erste Schocker in diesem Spiel für mich. So viel zu dem Thema, Spiel ist blind. Das ist wirklich. Aber gut. Das lässt sich handeln. Ich hab schon gesehen, da oben ist ein Schalter. Und ich habe auch noch ein bisschen Telekinese. Jetzt hier rüber. Speichern. Immer noch nicht. Ey. Wollte mich verkackern oder was? Warum löse ich das Ding aus und dieses Viech nicht? Man kann da rüber springen, ne? Auch relativ leer hier. Ein Ring, Heiltrank, Gold. Das alles. Das ist alles, was in diesem wunderbaren. Nee, hier ist noch ein Ring gewesen. Ich glaube, nur so einer normaler Goldring. Okay, ist deaktiviert worden. Ach, das ist jetzt auch deaktiviert. Ich werde gleich mal dran ziehen sollen. Na gut, ist auch nicht schlimm. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ich brauche halt immer noch das Herz einer Moorleiche. Aber ich habe eine Idee, wo wir das herbekommen könnten. So, Hafenstadt. Ach, jetzt habe ich schon wieder ein... Ich verwechsel das immer.
Gott, ey. Doch der Einzige, der ein Schwein auf die Distanz verfehlt, ey. Oder ist das nicht richtig? Ist das jetzt richtig oder ist das richtig? Das ist falsch. Ach, guck mal, da kommt das Viech gleich zum Fressen. Kannst du auch gleich kommen. Na, ist mir direkt in die Waffe gesprungen. Mich nervt, dass die so gut ausweichen können, die Viecher, ey. Und das macht diesen ganzen Nahkampf für mich total uninteressant. Vielleicht bin ich auch einfach ein richtiger Noob. Ugawurzel, sehr nice. Schwache magische Heilung. Ich habe es leider zu schnell aufgehoben. Ich habe nicht gesehen, was das erste war. Ist richtig, ne? Ja, ist richtig. Es ist natürlich so ein bisschen doof, dass ich in meiner Eile die Moorleichen teilweise schon erledigt habe, ganz am Anfang. Ich kann nur hoffen, dass es da noch weitere gibt. Sind übrigens Krallenfalter. Die Spezies, die ich eher nicht anfassen sollte. Trinke ich noch einen Mana-Trank. Was schon überraschend ist, dass jetzt so ein normaler Mana-Trank schon nicht mehr ausreicht. Um meinen Mana-Balken voll zu machen. Ich bin hier falsch. Oh. Ich muss in diese Richtung, ich muss da hoch. In diese Richtung bin ich doch vorhin gegangen. Es ist auch... Sag mal, jetzt bin ich ja gerade komplett durch den Wind. So. Hier. Da oben. Da sehe ich doch auch schon den Steg. Meine Güte. Komplett lost. So. Sehr schön. Speichern. Sag mir bitte, dass ich hier noch eine Moorleiche finde. Eine Moorleiche, bitte.
Das ist ein Ghoul. Keine Moorleiche. Viecher gehen schon ganz schön unheimlich, ne? Es ist aber auch nicht das, was ich brauche. Ich brauche eine Moorleiche. Wo finde ich Moorleichen? Ich habe auch schon mal... schon mal so ein Herz einer Moorleiche eingesammelt. Muss hier doch irgendwo noch andere Gewässer geben. Ja. Da oben ist doch auch Moor. Hier, das ist doch auch noch ein Teich, oder nicht? Ja. Das sind Krallenfalter. Das ist jetzt an sich erstmal nicht schlimm. Ein bisschen close. Was jetzt Benny erwischt. Ich weiß, du schaffst das. Ist ja schon ein bisschen lustig, dass ich die kennengelernt habe als Fremder, denen bei der Feldarbeit geholfen habe, die mich wirklich dann zur Hafenstadt geführt haben, mir geholfen haben und ich es jetzt wirklich zum Magier geschafft habe. Kann ich auch nicht mit Taschendiebstahl austricksen. Gibt's gar nicht. Perle. Wer sein können. Ja, ich kann anscheinend in den Betten schlafen hier. Ein Ei. Kann man die Fische von der Wand nehmen? Ne. Ja, dann schauen wir mal. Der Hauptgrund, warum ich ja hier bin, sind ja nicht die Krallenfalter, sondern eine Moorleiche, die ich hier hoffentlich finden werde. Achtet auf schwarze Gestalten in der Größe eines Menschen. Sind noch mehr Krallenfalter. Sieht aber nicht aus, als ob es hier Moorleichen gibt. Oh, verdammt.
Ich meine, hier gibt es immer eine Truhe. Aber das war's dann auch. Nothing special. So ein Mist, ey. Die Frage ist auch, wenn ich dann eine Mordleiche finde, ob ich ihr dann überhaupt das Herz entnehmen kann. Das ist halt die Frage. Entweder habe ich es dann im Zweifel gelernt, indem ich die Quest angenommen habe oder mit dem Jäger gesprochen habe, oder es ging von Anfang an. Und ich hatte auch schon mal so ein Moorherz. Hab's dann aber verkauft. Erstmal gedodged, habt ihr das gesehen? Was haben wir hier? Noch ein Krallenfalter, ey. Oh, verfehlt. Es tut mir wirklich leid, aber Krallenfalter, die sind schon nicht ganz ungefährlich. Hier schon mal? Ja, ne? Was ist jetzt nicht? So, und hier geht's zum Banditenlager. Großer Sumpf. So, und wo sollte es bitte eher Moorleichen geben? Als im großen Sumpf. Also ganz ehrlich, kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. War hier nicht irgendwo noch eine Ausgrabung? Mit dem Schwert one-shotte ich die. Komm her. Ach, da ist noch eine. Tut mir leid, von all den Viechern, die es hier gibt, sind die Stachelratten mit den Wildschweinen schon mit den nervigsten Gegner, finde ich. Und die Ghule. Die Ghule sind natürlich auch noch ganz oben mit dabei. Ghule oder Ghouls? Da war noch einer. Speichern. Okay. Das ist jetzt also der berühmt-berüchtigte Sumpf. Und da sind,
sind diese komischen, wie heißen sie noch, diese Würmer? Rottwurm. Sogar verfehlt. Ich hab mich gar nicht vor, irgendwie in den Nahkampf zu gehen. Gar kein Interesse, das auszuprobieren. Moorleiche, da haben wir doch endlich eine. Meine Güte, hat auch gedauert. Speichern. Das bewegt dich doch nicht. Die ist ja richtig langsam. Ja. Meine Güte. Ich mache jetzt gar nicht weiter, weil ich ja strategisch vorgehen will. Und der Sumpf ist jetzt an dieser Stelle einfach noch nicht dran. Und deswegen, liebe Leute. Weg hier. Bringt uns natürlich auch noch nicht weiter, was die Suche nach einem Frostkristall angeht. Vielleicht verkauft er uns den gleich einfach. Ich will das zweite Siegel verstehen. Du bist. Das geht leider nicht. Das geht nicht. Am liebsten schlafe ich eigentlich immer bis mittags. Wenn es dann nicht so schnell wieder dunkel geht, also... Beziehungsweise wenn es dann nicht so schnell wieder dunkel wird, es wird ja schnell wieder dunkel. Das ist ja das Problem. Deswegen sich dann auf große Wanderschaft begeben, ist immer kritisch. Aber wenn jetzt zum Beispiel innerhalb der Festung ist, dann macht das gar kein Problem. Da kann es ja auch ruhig dunkler werden. Ich habe hier das Herz einer Moorleiche. Sehr gut. Der Preis für deine Ausbildung ist gerade gesunken. Ich habe den Saphir, den du wolltest. Sehr gut. Damit habe ich alles, was ich benötige. 500. Unterweise mich. Wir können loslegen, sobald du bereit bist. Hier ist dein Kristall. Achte gut auf ihn. Oh, schön. Den habe ich bekommen. Wollen doch mal sehen. Oh, das gefällt mir. Ich nehme Frostmagie, Leute. Lehre mich dein Wissen über die Frostmagie. Noch fliegt das magische Eis langsam aus deinen Händen. Noch wird dein Gegner nur kurzzeitig eingefroren. Vermehre dein Wissen, komm wieder und lerne. Dann bist du bereit, dem Kristall weitere Macht zu entziehen. Dir fehlt die... Ach, schade. Nicht genug Lernpunkte. Ja, aber sehr schön. Sehr schön. Klar kann man jetzt zwar diskutieren, Frostmagie vielleicht nicht so cool wie Feuermagie oder wie Arkane-Magie, aber
Keine Ahnung, ich fühle gerade so die Frostmagie. Ich habe das Gefühl, das ist genau das Richtige für mich. Vor allem, weil ich das noch nie so hatte. Und ich weiß gar nicht, wie lange das später auf dem maximalen Rang einfriert. Nachher friert das ein für 4-5 Sekunden. Da kann ich dann sogar noch richtig schön Nahkampf machen. Das würde ich sehr, sehr cool finden. Ich dachte übrigens, man könnte von hier aus diese Brücke sehen. Diese Hängebrücke. Man sieht sie tatsächlich hier gerade nicht. Unten ist aber eine Festung oder eine Ruine. Hier ist eine Hängebrücke, aber das meint sie, glaube ich. Das ist sie, glaube ich, nicht, die gemeint war. Aber keine Ahnung. Irgendwie müssen wir auch Eldritch finden. Wir müssen uns einfach jetzt, glaube ich, ziemlich viel in der freien Welt bewegen. Das ist jetzt nicht so einfach nur stupide Quests abarbeiten, sondern wirklich. Alter! Alles verfehlt. Okay. Jetzt verstehe ich's. Oh Gott. Okay. Okay, das ist so ein bisschen mit Strategie verbunden. Zack, 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 zack. Das gefällt mir. Ich glaube, wenn man das weiter skillt, tickt der Schaden, der Frostschaden auch irgendwann. Glaube ich. So. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier gelandet bin. Ach, ein Eberlein. Und wieder verfehlt. Den echten Pro. Also ich glaube, die Frostmagie, die Feuermagie ist schon die stärkste von allen. Alleine schon wegen diesem AOE-Schaden. Aber die Frostmagie, die ist interessanter, finde ich. Vielleicht brauche ich da später einfach auch ein bisschen mehr Skill für. I don't know. Ich bin so ein Otto, ne? Nicht genug Mana. Muss ich ja nur doof anschnipsen. Weiß nicht, ob ich mich schon mit dem Goblin-König anlegen wollen würde. Ob das jetzt der Gürger ist oder weiß der Kuckuck was. Guck, an die Goblin-Geschichte kann ich mich zum Beispiel auch überhaupt nicht erinnern.
Kommt da noch einer? Nein. Mit dem Wildschwein hält das nicht so lange, habe ich das Gefühl. Noch eine Oberwurzel, sehr cool. Krallenfalter. Nichts getroffen. Alter! Meine Güte. Übrigens, das eine Viech ist vorhin durch den Dirt gestorben. Das erste. Das ist ein bisschen Damage over time macht der Frostschaden schon jetzt. Sehr Mana-intensiv. Sehr Mana-intensiv, aber sicherer. Okay, der schwarze Wolf ist nicht einfrierbar. Daneben, ey. Der ist nicht einfrierbar. Perkele. Alter! Meine Güte. Okay, das muss man auch wissen. Es gibt also Kreaturen, die sind nicht dem Frostschaden zugänglich. Und das kann natürlich eine minderschwere Katastrophe bedeuten, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch als Äquivalent quasi auch Mobs auf dieser Welt gibt, die nicht anfällig gegenüber ja Feuerschaden sind oder halt Arkanschaden. Ich könnte auch versuchen, mit dem Feuerkristall zu kombinieren. Das könnte auch sehr interessant sein. Wenn man natürlich treffen würde, ne?
voll daneben geballert. Denn los mit mir hier. So Mana-Kosten intensiv. Meine Güte, ich aase hier mit den mit den Mana-Tränken rum. Also erstmal werde ich Frostbeiler skillen. Ja? Aber ich habe im Hinterkopf, dass ich das eventuell nochmal switchen sollte. Was haben wir denn hier für Nöte? Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. So allein hier draußen? Jetzt wohl nicht mehr. Wer bist du? Ich bin Marvin. So. Marvin. Weißt du eigentlich, wie schwer du zu finden bist? Wieso? Hast du mich gesucht? Ach ja, die Mutter. Deine Mutter macht sich schon Sorgen um dich. Ach ja, meine Mutter macht sich immer Sorgen. Du kannst ihr ja sagen, dass ich noch lebe und dass ich sie vermisse. Mütter stehen auf sowas. Das machst du gefälligst selbst. Ja, wenn ich mal viel Zeit habe. Vielleicht. Was machst du hier in der Wildnis? Ich wollte gerade was essen. Sieh an, ein Witzbold. Und die Hütte hier? Das ist deine, ja? Ich bin Jäger und suche Pflanzen. Du siehst mir eher aus wie ein Plünderer. Weißt du, was wir hier mit Plünderern machen? Hey Mann, mach keinen Scheiß. Ich werde auch bestimmt in die Stadt gehen. Ja, klar doch. Das glaubt dir sowieso keine Sau. Du sagst mir jetzt, was du hier wirklich machst. Ich habe gehört, dass die Ruinen voller Schätze sind. Und da bin ich losgezogen, um mir welche zu holen. Ich habe mir sogar eine Schaufel und eine Spitzhacke besorgt. Schluss mit dem Unsinn. Ich sehe dir an deiner Nasenspitze an, dass du lügst. Und wenn ich dich einfach ignoriere, gehst du dann wieder? Keine Chance. Okay, dann hör zu. Die Sache ist so verrückt, dass du sie mir wahrscheinlich gar nicht glauben wirst. Kurz bevor mich die Weißen in der Hafenstadt eingesperrt hatten, fing es an. Ich hatte so merkwürdige Erscheinungen. Erst war es noch harmlos. Nur Albträume und so. Aber dann wurde es immer schlimmer. Ich hielt es in der Stadt nicht mehr aus und bin hierher geflohen. Aber auch hier draußen wurde es nicht besser. Ich kann kaum noch schlafen vor lauter Angst. Die ruhelosen Geister der alten Burgherren dieser Insel verfolgen mich. Ich bin verflucht. Warum sollte ein toter Burgherr einen Bauernjungen verfolgen? Wenn ich das wüsste. Sprechen die Geister zu dir? Nur einer von ihnen. Burgherr Patroskon nennt er sich. Patroskon? Ja, wenn er zu mir kommt, habe ich seine schrecklich flüsternde Stimme in meinem Kopf. Er will irgendwas von mir. Ich weiß aber nicht was. Hast du eine Ahnung, woher deine Geister kommen? Nein. Aber wenn es wirklich Geister von untoten Burgherren sind, dann wird man ihre Körper vielleicht noch in den alten Burgen finden. Nicht weit von hier im Norden steht ein zerfallener Turm einer alten Burg. Irgendwo an der Westküste der Insel habe ich auch schon welche gesehen. Vielleicht hast du etwas bei dir, was einen Untoten interessiert. Was zur Hölle soll das denn sein? Moment. Ich habe irgendwo im Wald diesen seltsamen Ring gefunden. Und wenn ich so darüber nachdenke, habe ich diese Erscheinung erst, seit ich diesen Ring an mich genommen habe. Ein Ring? Zeig mal her. Ja, gerne. Hier, nimm das verfluchte Ding. Ich schätze, du hast wirklich ein Problem. Ist ja kein Wunder, dass du die Untoten zornig machst, wenn du dir ihren Kram einfach in die Tasche steckst. Verdammt! Und was soll ich jetzt tun? Ich werde mich um deine Geister kümmern. Wirklich? Wie willst du das denn anstellen? Es gibt einen Grund, warum dieser Burgherr Patroskon und die anderen Untoten dir erschienen sind. Diesen Grund werden wir beide bald kennen. Ich danke dir, dass du mein Elend beenden willst. Ich hoffe nur, dass du Erfolg hast. Diese Erscheinungen sind unerträglich. Ich brauche mehr Informationen über deine Untoten. Zeig mir mal auf meiner Karte, wo genau die zerfallenen Burgen sind, die du kennst. Lass mich drüber nachdenken. Also eine ist nicht weit von hier im Norden und zwei an der Westküste. Moment mal. Also eine könnte noch an der Südküste und eine im Osten sein. Aber das ist nur geraten. Ich zeichne es dir trotzdem mal auf deine Karte. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wir werden sehen. Wem gehört eigentlich diese Jagdhütte? Ich habe keine Ahnung.
ich schätze, einem Jäger? Ach was, ganz schön dreist von dir, dich hier breit zu machen und einfach fremde Sachen zu benutzen. Ich bin schon ziemlich lange hier. Bisher kam noch keiner, der sich über meinen Aufenthalt beschwert hat. Entweder ist der Besitzer tot oder von der Inquisition in die Vulkanfestung verfrachtet worden. Hm, möglich. Wie bist du überhaupt aus der Hafenstadt rausgekommen? Ich bin nachts über die Stadtmauer gesprungen. Ach, so einfach ist das. Naja, du darfst dich dabei natürlich nicht erwischen lassen, versteht sich. Ich kann jetzt nicht. Okay. Das ist eine interessante Quest. Eine wirklich interessante Quest. Fleischtopf. Eigentlich jetzt, wo ich diesen Vasallenring an mich genommen habe, müsste ich ja eigentlich diese komischen Erscheinungen haben. Habe ich aber nicht. Bin auch nicht beim Schlafen. Fragt mich nicht. Ich würde mich auch bewundern, wenn er was dagegen gehabt hätte. So. Habe ich jetzt von ihm nochmal eine Karte bekommen? Ich sehe hier keine Markierung. Oder sind das diese Kastelle? Sie hat sie jetzt nicht nochmal extra markiert, oder? Also da sehe ich jetzt erstmal nichts auf der Map hier. Ist denn, er meint das hier? Oh, keine Ahnung. Also noch könnte ich auch Feuermagie nehmen. Ich werde das jetzt nicht in diesem Part weiterskillen. Also ihr könnt euch das entscheiden. Da ich ja mit den Risen Parts immer ein bisschen im Verzug bin und das immer ein bisschen dauert, bis die nächste Folge kommt, habt ihr jetzt hier wirklich die Möglichkeit mitzuentscheiden, was wir machen. Nehmen wir Feuer. Nehmen wir Feuer oder nehmen wir Frost? Also nehmen wir Feuer oder nehmen wir Frost? Das könnt ihr euch entscheiden. Da könnt ihr euch frei auswählen, was ihr haben wollt. Soll ich lieber auf Frost gehen? Ihr könnt euch auch noch entscheiden, ob wir magisches Geschoss nehmen wollen. Ich kann es euch noch mal kurz demonstrieren. Das magische Geschoss sieht so aus. Nicht mehr genug. Also ein bisschen wie in Dragon Ball Z. Ja, also das ist der letzte Kristall, den wir zur Auswahl haben. Ich kann euch nicht genau sagen, wie krass, wie stark diese Kristalle auf dem Maximallevel sind. Könnte sein, dass sich dort der Stärkegrad nach und nach noch anpasst. Also jetzt am Anfang habe ich das Gefühl, der Feuerkristall ist der stärkste. Aber das kann sich, wie gesagt, noch ändern. Ihr könnt euch das aussuchen, ihr könnt euch das frei überlegen. Ich werde mich da nach euch richten. Da ich allerdings davon ausgehe, dass momentan keiner da irgendwas zu schreiben wird, weil einfach dieses Projekt momentan ja nicht so krass beliebt ist. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil es ist halt sowas wie Risen, das nehme ich auch für die Zukunft auf. Das heißt, wenn jetzt Leute im Nachhinein noch auf diese Folgen kommen, dann kann man es halt immer wieder von vorne sehen. Also es ist jetzt ja, es läuft ja nicht weg. Man kann dann halt nur nicht mehr frei mitwählen. Aber wenn jetzt tatsächlich jemand bis hierhin sehen sollte und
Interesse daran hat, zu entscheiden, was wir denn letztlich hier skillen, dann schreibt es in die Kommentare. Ich denke, so ein paar Tage habt ihr Zeit. 3, 4, 5. Bis dann die nächste Folge kommt. Und dann kann ich das in meine Entscheidung einfließen lassen. Beziehungsweise der erste Kommentar, der was schreibt, das mache ich dann halt auch. Ja, es sei denn, es schreiben dann mehrere, dann überlege ich es mir. Aber ich denke, wenn überhaupt, macht es vielleicht eine Person. Aber wie dem auch sei. Wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit Risen 1. Bis dahin, macht's immer gut. Ciao, Kakao.